Cello Shorty. Herzlich willkommen bei einem neuen Cello Shorty. In diesem kleinen Tutorial möchte ich dir mal ein winziges Detail vom Vibrato erklären. Wenn du vibrierst, kennst du ja, geht das am besten mit einer entspannten Hand. Und deswegen lass mich mal heute einen etwas provokanten Satz formulieren. Dieser Satz lautet: Beim Vibrato gibt's keinen weiten Griff. Jetzt wirst du dich doch bestimmt fragen, was soll denn das? Ja, natürlich muss ich doch in den Melodien weite Griffe machen. Wie kann denn das gehen? Aber ich will dir mal zeigen, was dahinter steckt. Guck mal, wenn du einen Ton vibrierst, geht das auf einem entspannten Finger sehr gut. Ja, ich bin jetzt in der zweiten Lage, spiele das G, ja? Ja? Und jetzt will ich aber ein F spielen. Dazu brauche ich den weiten, gestreckten Finger. Stell dir mal vor, ich mache jetzt so. Das klingt ziemlich eierig, merkst du? Jetzt habe ich versucht, mit dem gestreckten Finger hier Vibrato zu machen. Irgendwie ist das nicht beweglich genug. Ne? Klingt nicht richtig. Aber was mache ich jetzt? Na, ich versuche eben, das F mit einem runden Finger, mit einem normalen, engen Griff zu spielen. Sieh da, jetzt geht's. Ja? Aber wie komme ich jetzt in einem Tonwechsel von dem G zu dem F? Ich muss doch da weiten Griff machen. Ja? Guck mal, das ist ja ein ganz Ton entfernt. Hast du eine Idee? Mach dir eines zunutze. Man sagt immer, die Hand ist zum Spreizen sehr gut in der Lage in einem sehr kurzen Augenblick. Die Hand länger zu spreizen ist immer anstrengend. Aber nur einen sehr kurzen Augenblick zu spreizen ist sehr einfach und lässt sich schnell vollziehen. Also machst du doch ganz einfach Folgendes. Guck mal, du spielst. Hast du gesehen, was ich gemacht habe? Guck mal, du spielst den Ton und dann streckst du in einer Millisekunde den Finger kurz aus, nimmst den zweiten Finger hoch und nimmst die Hand zurück. Das macht auch der Daumen, der geht dann zurück, ne? Und du stehst wieder auf einem engen Finger. Also. Ja? Sieht aus wie ein kleiner Lagenwechsel durch Ablangen. Ne? Ist aber die schöne Verbindung. Ne? Jetzt kannst du den zweiten Finger vibrieren und den ersten hernach auch. Auch gebunden. Ne? Und du merkst es daran, dass es gut ist, dass der Daumen sich immer unter den Finger bewegt, der gerade vibriert. Jetzt kommt der zweite, dann ist der Daumen unter dem zweiten. Du streckst kurz aus und gehst zurück und jetzt ist der Daumen unter dem ersten Finger und kann schön vibrieren. Ja? Beim Hochgehen würde ich dir Folgendes empfehlen. Wenn du kurz hochgehst und es soll schnell gehen und der Finger soll sich gut spreizen, dann hebe den zweiten Finger hoch, also den Finger, den du danach brauchst, und gleichzeitig geh mit dem Daumen vor und setze blitzschnell auf. Also. Jetzt habe ich vibriert auf einem engen Finger, bin vor und habe wieder vibriert. Und das war das, was ich dir heute zeigen wollte. Du balancierst dich auf jedem Finger aus beim Vibrato, dadurch, dass du dich eben in einer bequemen Position auf den Finger stellst und dann kannst du darauf vibrieren. Das ist schwierig. Und es ist auch schwierig, den Finger dran zu lassen, wenn der andere vibrieren soll. Ne? Nein, der muss weg. Der muss weg, der zweite Finger vibriert alleine. Ja? Das ist der Trick, den ich anwenden würde, wenn ich Melodien habe und dazwischen in den Weitgriff muss. Der Weitgriff wird also von einem festen Griff zu einem reinen Übergang zwischen zwei Tönen. Wenn dir das Video etwas gebracht hat, dann sei doch so gut und gib ihm einen erhobenen Daumen. Und wenn dich der Intensivkurs interessiert, bei dem wir Cello vom Anfang an fundiert und mit einer gewissen Gründlichkeit lernen, dann warte mal ab, am Ende des Videos kommt ein Link in die Mitgliederseite von Bogenbalance und da gibt es den Intensivkurs.
Alles Gute.